Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Farmworld. Ja, letzte Folge haben wir ein bisschen Rambazamba da am Bauhof gemacht. Neben mir steht immer noch der Bobby. Servus. Ich begrüße. Ja, und jetzt werden wir uns langsam aber sicher zum Johannhof begeben. Soll ich die haben führen oder fährst du mit mir mit? Du fährst den mit deinem Privatauto, ich fahr wahrscheinlich mit dem Gemeindefahrzeug. Okay, passt, ja passt, dann machen wir das halt so. Passt, okay. Dann sehen wir uns drüben, ja. Ciao. Ciao, bis gleich. Ich werde gleich über den Spurte fahren, bin glaube ich schneller. Über den anderen Alkoholschleichweg. Einmal war ich beim Johann so auf dem Arm und nie wieder. So. 6,5 Stunden später. So, gib ihm Vollgas. Jo, meine Freunde. Bitte, schaut euch. Der Huber, grüß ihn, Herr Huber. Servus. Was denn? Du da für einen Anzug ausgefasst? Ja, das ist mein Versteigerungsanzug, damit mir jeder sehen kann. Das ist ein Star Wars. Schaut euch doch bitte alles an. Schaut euch das bitte an. Halt, wer ist denn jetzt da? Halt. Das ist der Weber, sein neues Auto, kennst du schon? Plutzke. Was wir heute nicht. Ja. Begrüße, oh, das Gemüse! Schäfer wieder mit meinem Pickup, freilich. Herr Weber, ja, grüß ihn! Grüße! Hallo! Der Kapitän! Ome! Der Schäfer, Gottlohe! Oder eine Silo, ganz egal! Na, schaut euch an, einmal die Sachen schön geliegen, die Sachen schaut euch an, auch! Das ist mein Versteigerungsanzug, damit ihr mir alles sehen könnt. Ja, ich konnte den schon dir gut zurückkaufen, den habe ich letztens erst verkauft. Wir sehen die ja, Herr Schäfer, grüß Ihnen! Jo, begrüße. Ja, was bist du für einer da oben noch? Jo, ist mein Versteigerungsanzug. Was von einem Sohn des Forschungskostümflatter? Na, was der? Ich müsste mir ja sehen, ha. Ja, genau, ich spiele Halloween, ja. Jo, so, nein. Wer ist denn da? Huber, grüß Gott! Grüß dich, Mann! Was? Hör's einmal zu! Schaut's. Der Herr Buche ist auch da! Grüß ihn! Der Herr Buche, was? Ah, da ist er! Grüße, Buche! Auf jeden Fall, Sadler. Schaut euch das einmal an, wenn ihr dann alle bereit seid, dann hab ich ein bisschen was zum Sagen hier. Da, ja, verkauft, oder? Bobby. Danke, Bobby. Na, ich nehm gleich mit. Herr Plotzki! Bobby. Na, den Tracker hätte eigentlich gern ich, weil den kann ich wieder verkaufen. Bobby. Den habe ich letztens erst gekauft. Ja, Alter, ja, was? Da, schau mal. Das war nicht schlecht für den Bauhof. Schau. Hoppa. Zum Umaufieren. Wenn wir gerade früher geredet haben oben. Deiner! Jawohl. Darf ich für die Gemeinde mitbieten? Das funktioniert nicht. Okay. Ja, weil das Geld für die Gemeinde ist. Können wir schon vergessen. Auf jeden Fall, bitte mal zuhören, gern. Es ist so, die Sachen, was ihr da vor mir seht, oder unter mir seht, die sind mit Kummer Geschäfte finanziert worden, die sind alle eins zu versteigern. Und dann gibt es noch den Hof mit den restlichen Maschinen, was in die Hallen stehen. Wenn ihr wollt, können wir durchschauen, aber wir machen zuerst die Geräte und können nachher noch einmal schauen, wenn überhaupt irgendwo Interesse besteht. Wenn heute, also wir können den Hof versteigern, wenn der heute nicht versteigert wird, steht er dann zum Verkauf. Ich sage aber, es ist aber noch keine Presse, solange man das nicht feststellt. Der Audi ist. Und ich sagen, wir starten aber mit den Maschinen von kleinsten bis zum größten, wenn das eigentlich passt. Ja, passt. Ja. Ich muss noch kurz einmal, warte, jetzt muss ich noch kurz was schauen, jetzt habe ich da Gott. Vergiss es schon, muss das jetzt. So, ja. So, und zwar. Fangen wir an mit der Bollenzange von Göwell. Ja, nehme ich. Mit einem Ausrufpreis von 300 Euro. Ja, nehme ich. 400. Ich sehe jetzt einen Tausender. Stefan Huber, 1000 zum ersten. 1200. Was? 4000. Was? Alter, ist das denn wert? Ja, ich will nur den Platz hochhalten. Nein, bei 1000 bleibe ich stehen, mehr gebe ich nicht.
Und was, Plotzki, was war 1200? Nehmen wir das Klampers mit Neich. 1200, mehr und mehr wie 1200. 1200 zum ersten. Was für? 1200 zum zweiten. 1300. 1400, sagen wir schon. 1400 zum ersten. Von Herrn Huber zum zweiten. 1500. 1500 zum ersten. Zum zweiten. Verkauft an den Herrn Plotzki für 1500 Euro. Ja. Glückwunsch. Kannst du hören, ja. Kannst du hören. Klampers wird dir nicht so, mir wird nur, dass der Trott von mir zahlt. Herr Plotzki, ich kann Sie beruhigen. Herr Plotzki, kann Sie beruhigen. Sie zahlen ganze 100 Euro mehr, wenn Sie das bei Herrn Hua kaufen. Also nicht bestellen. Ja, das ist mir bewusst, ja. So, meine lieben Freunde. Als nächstes haben wir da einen Keeper ohne Bootband, also nur als Platonhänger. mit Spezialfunktionen, mit Spezialzauberfunktionen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und, ja. Der zweiten Rufen sonst dabei, ja, stimmt. Ja, genau, ja. So ungefähr. Und den gibt's zum Verkauf mit Ausrufpreis von 3000 Euro. Boah, halt die Fressen. Ja, 3000. 3200. 3500. 3,5. Okay, nein, ich stehe aus. 4,5, bitte für mehr. Schäfer 4,5 zum ersten. 4,5 zum zweiten. 4,5 verkauft an Herrn Schäfer. Jawohl, da geht viel Bier auf. Gut, Herr Schäfer. Ich muss mir das nur kurz notieren. Ja, du bist das clever, ich vergiss ja wieder. Ja, ja. Herr Kreiner, Frage. Bitteschön. Darf ich als Firma abbieten? Als Firma schon, nur als Gemeinde nicht, weil es kommt der Gemeinde zugute. Lass mal fair, Bau auf diesen blöden Traktor kaufen können. Ja, passt. Oh, hoffentlich geht's wieder so. So, als nächstes haben wir da eine Heiaufschmeißmaschinerie für einen Ficon Panefix oder wie muss sie wieder aus? Die gleiche Pix noch wie bei mir daheim steht, da biete ich gar nichts. Und so, Pix. Und zwar haben wir da beim Heimwendemaschinen einen Ausrufpreis von. Ah, ebenfalls 3000 Euro. Weiß ein bisschen viel. Der. 3000? Wer geht da mit? 3000? Komm an! Der kostet neu, fast 20.000, der kostet bei mir fast. Ah, fuck, 3000! 3000, Herr Weber! 3000! Zum ersten! 3000! 3000 zum zweiten! 3-2! Herr Meer, 3-2! Zum ersten! 3-2 zum zweiten. 3-2 zum dritten. Verkauft an Herr Schäfer. Jawohl. So, der 2 am Ende daheim steht. Super. Ja, den verkaufe ich wieder. Bitte Leistung. Ja, den kriege ich locker für 12 weg auf dem Schwarzmarkt. Der kostet mir neulich einen 20er. Das frage ich auch. So, und dann haben wir da Mahmaschinen von Sieb. Arbeitsbreite von 3 Meter. Ja, da haben wir einen Ausrufpreis von. Haltet euch fest, bevor ihr da gleich zu alle fliegt. 2500 Euro! Boah, war ja recht niemand, hey. War ja recht niemand. 2500? 2,5. 2,5, Herr Weber, 2,5. 2,5 zum ersten. 2,6. 2,7. 2,7, 2,7, 2,7. 2,7. 2,8. 2,8, 2,8 zum ersten. 2,9. Zum ersten. 2,9 zum ersten, zum ersten, zum zweiten. 2,9 zum zweiten. 2,9 zum dritten. Verkauft an Herrn Weber! Ja! Super! Ich will gleich den Preis ein bisschen aufbringen. Ist mir egal. Jawohl. So weitergeht. So, und jetzt dann kommen wir zuerst daher, weil das den Johnny verkaufen hat zum Schluss. Hilfe. Und zwar kommen wir zuerst so an. Neumodischen Super Duper Audi R6 in Schwarz mit schwarzen Felgen. RS6 ist das. Ja. R6 ist das. Was hab ich gesagt? A6, Entschuldigung. Ja, ich bin Autospezialist. Sogar Quattro. Ja. Quattro. Wenn einer von euch Auto braucht. Ja, als Firma. Brauche ich wahrscheinlich keiner. Auf jeden Fall. Ausrufepreis beim Audi. 25.000. 25.000 auf die Verluste, Alter. 50 auf Verlust GmbH. Schäfer,
Schäfer, was 60, war? 60. 70. 60. 70, Huber. 80 Verluste GmbH. 100, 80 Verluste. 100, Huber. 100 im ersten. 100, hey, mehr. 100.000 zum zweiten. 100.000 zum dritten verkauft an Werkstatt Huber. Oder Huber Private, was? Gratuliere, gratuliere. Was, der muss Geld doch mal mit BW. Das glaube ich auch. Ah, ja. Genau. Als nächstes haben wir einen Fiat. Den gibt es nur mit dem Gewicht, Tom. Den Fiat mit Gewicht. Da haben wir einen Ausrufpreis von 22.000 Euro. Wie viel PS hat der? 180. Wie viel? 22. 22.000. Fronthydraulik, Steigeräte, alles tipptopp. Ja, cool, ich steige ein. 22. 22 zum ersten auf Schäfer. Hey, mehr 22.000. Fiat mit Gewicht 22.000. 22.000 zum ersten. Mehr als wäre wert ist. 22.000 zum ersten. 22.000 zum zweiten für Herr Schäfer noch. 22.000 verkauft an Herrn Schäfer. Knapper, juhu! Ja, aber die Pixel schon angeschaut. Also, lang fährt die nicht mehr so, wie es jetzt fährt. Boah, es ist ja alles wurscht. So, und dann, meine lieben Freunde, kommen wir mal zum Schmuckstück an. Johnny, 230 kr. Ich weiß gar nicht, wie viel PS hat er? 50 in Boost, 230 ja. Normal. 230, oder? Oder zumindest 300, na warte. 300. Ah, ich weiß gar nicht, Katalog schon. 208, okay. 208 PS, keine Ahnung, warte, GPS, nicht zu vergessen. Ja. Ja. Da haben wir einen Ausrufepreis, der war nagelneu, 5 Stunden gebraucht, der ist nagelneu. Ausrufepreis vom John Deere, was, wie heißt der? 6R, 230, na, ja, 6230R, Entschuldigung. Ausrufpreis, 100.000 Euro! Ja, bitte mit. 100.000, Plotzki? 101.000. Ja. 101.000 zum ersten. 101.000, Peter Vermitt noch, 101.000 zum zweiten. 200.000. Franz Puhe mit 200.000. Zum ersten. 200.000 zum zweiten. 210.000 Schäfer. 210.000 zum ersten. 220 Puhe. 230 Schäfer. Zum ersten. 240 Puhe. 240 Puhe zum ersten. 240 Puhe zum zweiten. Gratuliere. 240 verkauft an Herrn Buhe! Hey, gratuliere! Gratuliere! Jetzt im Huber kriegen wir für 230. Ja, die Grundsorgen. Ja, gehen wir mal schauen. Ja, wir können mal besichtigen. Folgt mal bitte den Mann im roten Anzug. Wir hätten da so eine Mursa-Schaufel für den Hoftrag. Ein Hoftrag steht nämlich irgendwo rum. 6 Big Bags Sawtut. Dann haben wir da ein Glas mit Gewicht noch dabei. Ein Glas Kipper. Tiere sind glaube ich keine vorhanden. Ein Biogasanlag, ein Hühnerstall, ein Kuhstall, ein Lager, ein Garten. Und dann haben wir da unten noch einen Gruber, eine Sämaschine, ein Mähwerk und einen Schwader. Und da drinnen dürfte dann noch ein Pflug und ein Lader sein. Wahnsinn, was will du haben für den Dreck? Das wird auf dem Wunsch von Herrn Johann verkauft mit Ausrufpreis 1,2 Millionen. Alek. Also du und der Panther da was? Warte nochmal. 1,2 Millionen. Ja genau, ja. Keiner Durst am Vogel. Ich muss dir sagen, weißt du, da kann ich sonst nichts mehr machen. Ich verstehe das gleich für ihn. Das andere haben wir eingestraft als Gemeinde, aber das. Der Hof ist keine 1-2 wert. Aber hat noch Fläche dabei, ist der Pata. Doch, also ich weiß, was die Flächen wert sind und ein bisschen für Hof dazu. Also es sind echt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Flächen dabei. Also 9 zu bewirtschaften. Flächen muss man bewirtschaften. Hat der Kopf. Ja. Der hat aber echt viel, der ist so ein Wichser, der Typ. Was sich der alles einkauft hat, da.
fürs fürs Geld von der Gemeinde. Ja, leck mich mal. Geld von der Gemeinde ist halt nur für die Maschinen verwendet werden, nicht für Flächen. 1,2 Millionen, wir hätten das am Konto, ja. Ja. Bank gibt Bank. Weiß nicht. Wenn jetzt keiner bei der Auktion so den Auspuffpreis einsteigt, gibt es bei der Gemeinde für 1,5 Millionen zum Kaufen. So war der Wunsch von Herrn Johann. Ja, warum nicht? Mir egal, ich brauch's nicht. 1,2 Millionen. Ihre Laus. Ja, so viel Geld. So viel gibt die Bank auch nicht. Hey. Ja, ich mein, man kann's jetzt nicht. Den Johann gebe ich keinen einzigen Cent mehr dem Wichser. Man kann's ja jetzt auch nicht so versandeln lassen. Das ist ja eigentlich ein schöner Hof, ne? Ja, ist ja ein schöner Hof, aber hast du 1,2 Millionen, die was du einfach so rausbustierst? Ja, hat er. Die hat er, ja. Theoretisch konnte man es leisten, ja. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin ja, doch. Aber... Mein Mann hat gerufen, ich muss Mittagessen gehen. Ich weiß ja nicht, 1,2 Millionen. Ja, ich schicke ihn eine Rechnung. Ja, also ich steige da auf jeden Fall aus. Ich nehme ja meinen Hänger, den hole ich dann ab, wenn er hauptvoll bereit ist. Und okay, mein, Herr Weber, Herr Plotzke hat auch schon gesagt, Herr Weber. Nein. Herr Huber. Ich hab's gesagt, ich gebe Johann keinen einzigen Cent für den Scheißhaufen da, was er da übrig gelassen hat. Der Herr Huber redet davon, okay, der will auch nicht. Sagen wir 600.000 ohne Flächen. Was willst du mit dem Hof? Was ist denn jetzt los? Ich will die Geräte. Nein, tu mit dem Sauhaufen da was. Tu mit dem Klump. Nein, ich steig aus. Nein. Okay. Dann bleibt der Hof vorerst damit so, wie er ist. Ich weiß nicht, mit, Herr Huber, würden Sie. Ja, okay, das gehen wir. Es geht. Wenn er vielleicht. Ja, aber wir haben bei der Gemeinde halt auch kein Geld, um die Flächen zu kaufen. Oder halt schon, aber wir müssen halt andere Sachen momentan investieren. Ja, dann bleibt der Rest, wie er ist. Passt, bitte dann in den nächsten Tagen, entweder wenn ich es vergiss, kommt ihr auf mich zu und sonst dann komme ich auf euch zu und dann könnt ihr eure Sachen holen. Perfekt. Okay. So, noch einmal, dass jeder weiß, Huber hat den Audi, der Herr Schäfer hat einen Fiat mit Gewicht, am Mähwerk, na was, Mähwerk war ja Bremer. Ich kann sagen, bei dem Kubota ist die Handbremse nicht angezogen, den kannst du davon schieben. Ja, ich hab vergessen, ja. Schieb sie wieder rein, wenn geht. Nein, so, ich hoffe, ich stecke Schäfer hat einen Fiat mit Gewicht, gekauft, hey. Ja, einen Wender und einen Hänger. Der Feuerwehrler muss Buche trainieren, deswegen. Der Johnny, der Herr Weber am Mähwerk und eine Ballenzange für den Herrn Plotzki. Alles klar, ich sag Bescheid. Perfekt, danke euch für die schöne Unterstützung von der Gemeinde. Ja, jetzt können wir, Herr Schäfer, jetzt können wir mal einen Traktor kaufen. Da geht's nicht aus. Ja, das sage ich nachher, wenn wir eine Besprechung machen. Alles klar, passt. Ja, schnell weg! Ah. Ja, also ich bin da wieder dahin. Ich wünsche euch was. Euch. Ja, ich danke, für euch, servus. Na, voll Stadt da. Ich bin mir nicht aussehen. Fix. Seh fix noch einmal, fuck gescheit. Ah, so. Fährt euch, Jungs. Ob ich dir. So, dann fahren wir mal heim. Oh Gott. Nur mich haben wir über und der Hund hat echt einen Autounfall. Scheiße! 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 Scheiße!
Scheiße! Scheiße! Scheiße! Stefan! Ball, du Depperter! Achso. Der hat, den überholst du einmal und der zieht noch rechts einmal. Zu Verstand. Ich habe ja Radio entschalten, der wird der lange Weg mal fahren. Alter! Ah, bist du gescheit. Und ich hab schon gedacht, jetzt müssen wir die Feuerwehr wiederholen, ne? Ja, was ziehst du doch da zu mir um, wenn ich dich überhole, Alter? Was ist mit dir? Bist du zu schnell? Ja und? Ich überhole dich trotzdem. Scheiße! Oh! Nichts passiert. Leg mich einmal. Servus. Rainer, du Name, was kann ich für Sie tun? Oh, da habe ich mich aber jetzt verwirrt. Ich wollte endlich nicht zu meinem Kleiner. Entschuldigung, Peppe. Ja, klar. Ja. Ciao. Servus, Berge. Hallo. Servus, Berge, Lukas da. Ja, servus, bitte. Hey, wann kommst du mir jetzt einmal besuchen? Ja, momentan ist gerade ein bisschen blöd. Ich werde schauen, vielleicht im Winter, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt sind wir noch gerade voll, jetzt tun wir noch Mais häckseln mit dem Dings, was der da bei der Bio-Auslage in Rehbach. Mhm. Aber ich werde schauen im Winter, dass ich einmal ausgeht. Ja, passt. Vielleicht habe ich dann da mein Unternehmen auch schon aufgebaut. Ein Unternehmen? Ja, aber jetzt bist du auch geschafft. Ich habe bist du deppert. Ja, irgendwo musst du das Geld einholen, was der. Ja, freilich, ja klar. Okay, nein, das wollte ich nur wissen. Investieren, ne? Na ja, ich melde mich dann, wenn ich komme, dann rufe ich die Fuhrhammer an. Ja, passt. Das ist aber für momentan, ja, jetzt muss man für Bio-Auslage, tun wir Mais häckseln helfen, mit unserer Spanne und... Oh, Maria, ich sag's dir. Okay, ja, dann passt. Dann passt. Hören wir uns sich, wenn du kommst, gell? Jo, passt. Ciao. Los. Dann werden wir kurz den Bobby anrufen. Wir werden mit einer Übungsfahrt machen. Servus Bobby. Ich grüße, bitte. Du Bobby, auch kann ich das Feuerwehrauto ausleihen? Ja, freilich. Was brauchst du? Ich werde eine Übungsfahrt machen. Sicher, kein Problem. Ja, passt, okay. Alles klar. Ciao. Ciao. Bei dir ist offen. Bei dir ist nicht offen. Ja, Gott. Du willst mir sagen, dass ich schon doppelt ziehe, oder was? Aber bei dir ist nicht offen. Können wir ja auch nicht deppert. Jetzt ist es offen. Jetzt ist es offen. Tut mir leid. Fickst du noch einmal. Ja, hua, tut mir leid. Ich bin ein Kieferer da. Hey, hallo. Ja, passt schon. Entschuldigung, hua, servus. Servus. So, dann werden wir uns einmal, wenn was Gravierendes passiert, wenn wir uns dazu anziehen, dann passt das. Na, was will denn der Kleiner jetzt? Ja. Was gibt's?
Eva! Jo! Da ist 30. Ich bin nicht einmal 30 gefahren. Doch, du bist 50 gefahren. Ich tue da Blitz, du siehst es nicht. Nein, sieh ich nicht. Madonna, wohin fährst du überhaupt schon wieder mit dem Feuerwehrauto? Übungsfahrt. Weil wir wollen. Ja, ich werde eine Übung vorbereiten, Brandübung mit dem Auto, da, ob alles wieder so funktioniert, wie es früher funktioniert hat, deswegen. Aha. Ja. Ja. Aber bitte nicht so schnell. Jetzt schon. Na gut, Leute. Ich werde eine Übungsuhr suchen. Ich glaube, ich weiß eh, was ich nehmen werde. Ja. Aber dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaut bei den Teilnehmern vorbei. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann sagen wir tschüss mit euch. Ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Farmworld wieder. Wo wir wahrscheinlich da hinten das alte Lokal da abfackeln werden. Na, aber ich glaube, das werden wir als Einsatz. Maßnahme dann nehmen. Passt. Na gut, Leute. Bis dann. Euer Blatt TV. Servus.